Pascal Kählin, herzlich willkommen in Engelberg. Heimspiel für dich und ein sehr erfolgreiches dazu nach der heutigen Qualifikation. Ja, zumindest mal die Quali geschafft, genau. Das erste Ziel erreicht. Nun, nächstes Ziel, morgen Punkte zu machen. Und ja, auf alle Fälle gute Sprünge zeigen und das heimische Publikum zu begeistern. Es ist das zweite Mal für dich, dass du in Engelberg dabei bist. Es ist ein Trend im Schweizer Skispringen mit dir, mit dem Gregor Deschwanden. Der ist sehr positiv, der Trend. Es geht richtig aufwärts. Ja, ich sehe das auch so. Wir geben uns da Mühe, Simon ein bisschen Druck zu machen und auch einer anderen Nation zu zeigen, hallo, da, die Schweiz, die kommt da noch wieder. Und ja, Step by Step kommt das gut. Bist du nervöser als an anderen Orten hier in Engelberg, wenn du springst? Ja, also letztes Jahr beim Debüt, da war es definitiv so. Jetzt heute konnte ich mich eigentlich ziemlich gut zusammenreißen und ja, es hat ganz gut gepasst. Also mit der Nervosität hat es sich in Grenzen gehalten. Nun mal schauen, hoffentlich kommen morgen viele Leute und dann sieht es vielleicht wieder anders aus. Pascal, jetzt stehen zwei Höhepunkte an. Das eine ist die Vierschanzentournee und das andere ist Olympia. Ihr seid sicherlich mit einer Mannschaft bei Olympia dabei. Wie ist da die Zielsetzung dafür? Ja, ich weiß noch nicht. Die Qualifikationszeit ist ja noch nicht rum und ja, da muss man kämpfen dafür. Sonst gibt es nichts. Auch der Pascal Egloff und der Kilian Payer, die geben da auch mächtig Gas und von dem her muss man da voll dranbleiben. Also das Ziel ist überhaupt mal an Olympia dabei zu sein. Für die Vierschanzentournee, wie lautet da deine persönliche Zielsetzung? Da habe ich auch noch nichts Offizielles gehört, ob ich gehen darf. Aber selbstverständlich wäre das für mich ein riesen Highlight und dann da noch zu punkten wäre Hammer. Pascal, viel Glück, alles Gute hier am Wochenende und dann auch für die Zukunft. Dankeschön. Vielen Dank.